Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of the Dead Ones Warfare Multiplayer. Wieder hier am Start, meine lieben Freunde. Immer noch nachkommentierte Scheiße natürlich am Start und auf der Map Biolab und der Modus Stellung. Und mit der Waffe, keine Ahnung, Scheiße. Das ist schon wieder unten rechts, da kann ich euch nennen, wenn ich mal wieder sterbe. Dann kann ich euch sagen, wie die Waffe heißt, aber erstmal nicht. Und ich sterbe auch schon wieder jetzt vom alten Kriegscube und die Waffe heißt KF5. Mit der KF5. Am Start. Und mir fällt gerade nebenbei ein, was dieses ganze Let's Zock angeht. Ich könnte ja auch eigentlich ein Let's Zock oder Zero Zock oder Let's Show oder wie auch immer ich die Scheiße nennen soll. Ich könnte ja auch davon Dingens machen. Von Crysis. Also von Crysis Multiplayer oder Crysis 2 Multiplayer oder Crysis 3 Multiplayer irgendwie so ein Zero Zock bringen. Oder von Call of Duty 1 oder von Call of Duty. Ne, von Call of Duty 1 nicht, glaube ich. Vielleicht von Call of Duty 2. Oder von Call of Duty World of War zum Beispiel überhaupt. Von so anderen Spielen, wo ich sage, diese werde ich auf jeden Fall niemals im Multiplayer Let's Playen. Von Day of Defeat. Ich hab's nicht, aber ich könnte es mir eigentlich mal zulegen, denn es ist eigentlich ein recht geiles Game. Von dort kann ich eigentlich auch mal eine Zero-Zock oder Let's Show bringen. Obwohl es natürlich auch passieren kann, ehrlich gesagt, dass ich sage, hey, das Spiel macht eigentlich so viel wieder mehr Laune, dass ich sage, hey, ich mach's davon Let's Play. Wer weiß. Ist halt für die Leute, die sich jetzt fragen, ey, was ist ein Day of Defeat? Hey, was ist ein Day of Defeat Source? Day of Defeat Source ist einfach sowas, so eine Art wie leicht Counter-Strike, aber nur ganz leicht. Und ein bisschen mit Krieg gemischt, sag ich mal. Ich weiß nicht, wie ich es am besten beschreiben soll. Da kämpfen, glaube ich, die Amis gegen die Deutschen. Ja, da kämpfen die Amis gegen die Deutschen irgendwie und ja. Ist auf jeden Fall immer wieder so eine Art Team Deathmatch, glaube ich. Irgendwie. Also es gibt auf jeden Fall so einen Modus, wo man sich nur auf die Omme gibt. Achso, es gibt ja auch so einen Modus, wo man so eine Flagge einnimmt auf so einer ganz kleinen Karte. Stimmt ja. Ja. Ja, ist auf jeden Fall ein recht geiles Game. Also für die Leute, die mal wieder auf ein Multiplayer-Game Bock haben und die irgendwie gar keinen Bock haben, irgendwie auf COD, Battlefield oder keine Ahnung was, könnt euch mal Day of Defeat anschauen. Also Day of Defeat Source auf jeden Fall. Wegen, es gibt einmal Day of Defeat 1. Das ist eher so richtig so Half-Life 1, sag ich mal, von der Grafik her. Und ist nicht so prall, wie ich finde. Und es gibt Day of Defeat Source. Was ich auch meine, was auf jeden Fall recht in Ordnung ist. Ja. Ich glaube auf Day of Defeat 1 gibt es das überhaupt auf Steam? Für Deutschland, sag ich mal. Also auf Steam gibt es bestimmt auch für Deutschland, ich weiß es nicht. Denn es gibt ja sehr viele Spiele, die einfach nicht für Deutschland verfügbar sind, warum auch immer. Zum Beispiel, Vindictus zum Beispiel, oder Invictus, keine Ahnung wie das heißt. Das wollte ich mal gerne auf Steam spielen und da gibt's nicht. Das finde ich aber auch immer wieder richtig scheiße. Also es sehr viele Spiele gibt, die halt für Deutschland nicht verfügbar sind. Das ist ein bisschen blöd. Naja, was soll's. Auf jeden Fall, by the way, ist glaube ich jetzt schon der Part. Ja, das ist auf jeden Fall der Part. Oder ist es schon im vorigen Part so gewesen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich schon in diesem Part dann auf jeden Fall gesagt, dass ich keine Abschussserie mitnehme, außer halt eine Drohne und keine Granaten mitnehme. Denn ich habe ja auf meiner Primärwaffe jetzt drei Aufsätze drauf. Also einmal einen Schalldämpfer, einen Rotpunktvisier und Laser, genau. Und einen geilen Laser habe ich drauf gehabt. Denn mit den Abschusssieren kann ich irgendwie nichts anfangen. Wegen, die sind alle manuell benutzbar und finde ich irgendwie nicht so geil. Außer vielleicht der Luftschlag. Dieser Luftschlag, der gerade kam, der ist eigentlich recht in Ordnung. Fällt mir gerade so mal nebenbei auf. Da muss man natürlich auch immer wieder steuern, von wegen, wo der einschlagen soll. Und so. Wisst ihr? Natürlich nur ein paar Mausklicks, aber trotzdem. Wie gesagt, ich habe lieber sowas irgendwie, wo du einfach die 5 oder 6 oder keine Ahnung was drückst. Und dann holt er irgendwie sein Hockey-Talkie raus und dann kommt auf einmal ein Heli. Der automatisch herumkreist und die Gegner irgendwie anal penetriert, sag ich mal. Wisst ihr, was ich meine? Wie halt in Black Ops 2 oder so. Das irgendwie gibt es in Call of Duty Advanced Warfare leider sowas gar nicht mehr. Irgendwie gibt es da nur so eine Dinger, die halt alle manuell betriebbar sind. Das ist halt ein bisschen blöd, aber was soll's.
Ich freue mich ja schon leicht auf das nächste Call of Duty. Was heißt freuen, sag ich mal? Ich frage mich überhaupt, wie das ganze Setting sein wird. Ich hoffe mal, das wird nicht so sein wie in Call of Duty Ghost, ey. Dann höre ich da gleich sofort auf wieder. Ich meine, Call of Duty Ghost habe ich ja wirklich nur irgendwie 4 Parts vom Multiplayer gebracht. Und das hat. Nee. Beim besten Willen nicht. Da haben manche Leute auch gesagt, glaube ich, hey, Zero, bring doch mal wieder Ghosts und so. Und nee. Hier! Yeah. Diese Scheiße tue ich mich nicht an, ne? Ghost niemals. Nee, der Ghost kann ich echt nicht ab. Das Spiel ist einfach so bescheuert gewesen, die Serie. Es ist für mich jedenfalls der schlechteste COD, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Die Map ist scheiße, das Setting ist irgendwie kacke und keine Ahnung. Das gefällt mir einfach alles nicht, das ganze Game irgendwie. Der Singleplayer war halt COD-like, einfach normal, aber... An Black Ops 2, an Modern Warfare 2, an Modern Warfare 1, an die ganzen COD-Teilen kommst du auf jeden Fall nicht ran, ey. Niemals. Naja. Ja. So viel dazu. Also langsam geht mir das Gesprächsstoff hier aus. Das finde ich aber nicht so schön. Stellung abgeriegelt. Wie lange geht eigentlich noch die Runde? Ja, die geht noch eine Weile. Okay, so. Ja, geht noch ein bisschen. Ja. Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich labern soll. Lass mich in Ruhe. Ich will keine Drogen kaufen. Oh Mann, ey. Mir fällt gerade echt nichts ein, was ich labern soll. Auf das nächste Assassin's Creed könnte ich. Freue ich mich auch natürlich schon. Nächste Assassin's Creed, ich meine, ich bin ja eh sowieso ein absoluter Assassin's Creed-Fan. Umsonst würde ich nicht den Assassin's Creed Unity Corp die ganze Zeit durchsuchen, sage ich mal. Um da. Dass mein Club irgendwie erster wird. Den suchte ich gerade auf jeden Fall, den Corp ein bisschen. Muss ich ehrlich zugeben. Es gab auch, glaube ich, gar keinen Assassin's Creed. Nee, es gab gar keinen Assassin's Creed-Teil, was ich noch offscreen irgendwie gespielt habe. Außer vielleicht ein bisschen Multiplayer bei Assassin's Creed, aber das war auch ganz, ganz wenig. Aber den Koop und sogar auch leicht den Singleplayer suchte ich gerade momentan richtig hart. Ja, okay, Singleplayer habe ich nur ganz kurz gesuchtet wegen dieser Altair in schwarzen Montur da. Also kurz diese ganzen Nostradamus-Rätsel gemacht, aber so ansonsten halt nur den Koop immer wieder. Koop. Egal wie oft ich diese eine Mission gemacht habe, immer wieder. Koop. Schlimm, ey. Ganz, ganz schlimm, ey. Mann, oh Mann, oh Mann. Und ja. Wir haben den Vorteil errungen. Die Runde ist dann, glaube ich, auch, hoffe ich, denn gleich mal vorbei. Ja, 2 Minuten irgendwie. Ja. Sie gewinnen, wir gewinnen, okay. Wir gewinnen sogar. Ich glaube, meine Scores sind auch richtig scheiße hier in das Game, oder? Kann das sein? Stellung identifiziert. Ich sehe mich irgendwie nur noch sterben. System-Hack. Alle Watch Dogs 2 wurde angekündigt. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Besonders, dass ich, weil ich den Multiplayer eigentlich von Watch Dogs 1 recht gefeiert habe. Und dass ich dann wahrscheinlich denn den Watch Dogs 2 Multiplayer dann wahrscheinlich schon ein bisschen eher bringen werde, anstatt irgendwie nach mehreren Monaten irgendwann mit dem Watch Dogs Multiplayer anzudackeln, von wegen, wo halt eigentlich Watch Dogs Hype total weg ist und keine Ahnung, wo es eigentlich gar keiner sehen mehr will, komme ich dann auch einmal mit Watch Dogs Multiplayer und sage, hallo. Da hatte ich, glaube ich, auch noch Watch Dogs am Laufen, kann das sein? Oder habe ich da schon Watch Dogs vom Let's Play beendet? Keine Ahnung, weil ich den Multiplayer gebracht habe. Auf jeden Fall hatten da schon sehr viele Leute Watch Dogs an sich durch und Watch Dogs Hype war schon weg und keine Ahnung. Das war blöd, aber trotzdem hat mir Watch Dogs Multiplayer recht gut Laune bereitet. Ich meine, umsonst habe ich hier nicht irgendwie 30 oder 31 oder 32 sogar Parts gebracht. Auf Dragon Ball. Oh ja, Dragon Ball Xenoverse heißt das, glaube ich, das nächste Dragon Ball. Darauf freue ich mich sehr. Muss ich ehrlich zugeben. Also ich liebe ja Dragon Ball Z über alles. Also die Serie, Spiele eigentlich auch. Und das erste Dragon Ball, was auf dem PC erscheint, darauf freue ich mich schon sehr. Ich hoffe, das versauen sie nicht. Irgendwie von der Steuerung her oder von der Grafik her oder von den Ruckler. Keine Ahnung, von der Performance halt her.
Darauf freue ich mich schon sehr. Wenn die Steuerung da gut wird, die Grafik, dann könnte ich mir echt auch noch richtig gut überlegen, ob ich das nicht jetzt play. Denn ich kenne mich eigentlich recht gut im Dragon Ball Universum aus. Ich habe so circa 3 oder 4 Mal die Serie komplett durchgeschaut. Und ganz ehrlich, wo Son Goku, sag ich mal, zum ersten Mal zum Super Saiyajin wird, Alter, da gibt mir immer wieder einer drauf ab, ey. Boah. Ich liebe diese Serie einfach. Abgöttlich. Auf jeden Fall haben wir gewonnen. Meine Score ist... wie ist sie? 31-24. Naja. Aber ihr müsst auch dazu rechnen. Laserspacken im Gegnerteam. Was soll man machen, ne? 54-18, was hast du geraucht? Dieser Savage, ey. Na, auf jeden Fall werde ich ab hier erstmal diesen Part beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Call of Duty Advanced Warfare Multiplayer wieder. Haut da rein.